Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, dann steh immer mal auf. Oh, mein Kreuz. So, Saint-Denis oder Saint-Denis, ich kann das nicht gescheit aussprechen. Ich gebe mein Möglichstes. Ist aber nett hier. Können wir ja richtig schön erkunden. Ich habe nichts gemacht seit der letzten Episode. Das mache ich eigentlich nie. Ich habe nur gespeichert und dann wacht Arthur in, ja, den unmöglichsten Gegenden auf. So, dann schauen wir einmal auf die Karte, was wir haben. Wir haben einen Stall direkt in der Nähe. Das ist ganz gut für unser Pferd. Dann haben wir BR, BR und BR. Das ist doch wunderbar. Wir hätten hier ein Wanted-Poster. Da hätte man einen Shop, da kriegt man vielleicht neue Kleidung her. Das wäre mir auch sehr wichtig. Nicht, dass die alten bösen Männer uns jetzt erwischen. Da gibt's Fischis drin. Angeln können wir natürlich auch, aber ich würde sagen, gehen wir erstmal in Windeseile. Guten Morgen, Sir. Hey there. Hey, Arsch. Hat er einfach nicht Hallo zurückgesagt. Genau, in Windeseile Richtung Ausgang. Guten Morgen, Sir. Das ist gut für meine Ehre hier. Oh, der hat gegrüßt. Das finde ich gut. Hallo, Sir. Hey there. Ah, gut für die Ehre. Sehr schön, sehr schön. Boah, ist das eine Stadt. Und mein Pferd steht ganz schüchtern hier am Rand. Das müssen wir einmal striegeln. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Excuse me, pardon. Ich wollte hauptsächlich mein Pferd bürsten können. Dankeschön, ich mag dieses Animal auch. Dieses Animal, was ich da gerade reite. Oh, da will jemand Kleingeld von mir, natürlich. Glaube ich zumindest. Wie kann ich dir denn helfen? Nur 25 Cent, ich würde dir auch $50 geben. Natürlich. So viel du brauchst. Irgendwie will Arthur nicht so richtig. Spiel backt gerade. Go get yourself something to eat. Ah, jetzt haben wir's. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. Dankeschön. It's nice to give something instead of just begging. Das ist richtig. Ich hätte dir aber viel mehr gegeben. Money like a goddamn worm. Groveling here in the dirt. Ja, das glaube ich, armer Mann. Kann ich dir irgendwie sonst helfen? Könnte jemand für dich töten? Was macht ihr? Wieso rennt ihr? Hallo? Alles gut? Vielleicht alles gut. Mensch, ist das ein cooler Ort. Erstmal rein in den Stall. Geht's hier rein oder erst da hinten? Wir versuchen es hier. Direkt neben der Kannerei. Da werde ich aber ein bisschen hellhörig, was mit den kranken Pferden passiert. Nein, nein. Pferdezubehör und Dienste, Pflegeleistung. Ja, natürlich soundet das gut. Können wir hier noch was machen? Dreadlocks. Nee, ich bin zufrieden. Vielleicht einen anderen Sattel. Oder vielleicht ein anderes Pferd. Ach, Mist. Ja, ich habe mich verdrückt. Und jetzt habe ich mich umentschieden und lauf nochmal rein. Will nämlich sehen, was für Pferde im Angebot sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es zumindest ein schwarzer Araber. Ja, ja. Und hier unseren Tennessee Walker, unseren Ferdinand. $6 ist der nur wert. Oh, das ist mir eigentlich nicht wert, ihn zu verkaufen. So, was haben wir denn? Alter, sind die teuer. Ah, das sind die mit dem goldenen Feld. Die sind natürlich auch richtig klasse, die Turkmine. Aber hier haben wir einen schwarzen Araber. Den kaufen wir. Name eingeben. Mein Pferd. Wie wär's mit dein Pferd? Oh Gott, ich bin unkreativ. Das hätte ich mir davor überlegen sollen. Introvertiert P. Nee, das ist zweideutig. Hengst. Oh, warum nicht? Kann man ja jederzeit umbenennen.
So, der Hengst ist ein toller. Sättel. Einen neuen Sattel hätte ich ganz gern. Wir sind jetzt in Kapitel 4 und ich habe immer noch nicht den Trapper gefunden. Uiuiui. Das machen wir mitunter als nächstes. Lumli. Die sehen halt alle so mittel aus. Habt ihr keine besseren verbessert? Na, geht doch. Ah. Entweder in weiß oder in heller. Ich finde das... Wir könnten es natürlich auch in schwarz, so fällt es nicht auf. Aber ich mag es tatsächlich, wenn das ein bisschen Farbakzente hat. Hier, nehmen wir Kaffee braun. Oh, und falls... Uiuiui. Das ist ein gewagtes Design-Statement. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Easy, boy, you're okay. Ja, wunderbar. Und jetzt habe ich das Pferdepflegepaket nur für mein altes gekauft. Aber das ist eins der besten Pferde im Spiel, das wir jetzt haben. Und so teuer war es gar nicht. Fragezeichen voraus. Ach, ich muss ja Leute grüßen. Hallo, Sir. Hallo, hallo. Wo ist das Fragezeichen? Okay, there. Ist es verschwunden? Oder sitzt da noch ein Penner? Oh, da liegt auch einer. Uh-oh, Mister. Ein bisschen aufpassen mit dem ganzen Schnaps. Sonst schnapst man irgendwann über. Oh, meine Herzensgesundheit ist im Spiel gar nicht so pralle. Was macht man denn da? Kekse fressen. Mensch, mache ich das im echten Leben auch. Okay, das Fragezeichen ist gerade verschwunden. Dann würde ich zum Kopfgeld gehen. Dann sehen wir vielleicht noch was von der Stadt. Hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Tümpel. Oder einen Fluss, der da reinmündet. Ich weiß es nicht. Muss weiter Kekse fressen. Oh, drei Kekse und mir geht's wieder gut. So kenne ich das. So, dann stellen wir uns gleich mal hier den örtlichen Gesetzeshütern vor. Ich vermisse nämlich meinen Sheriffstern. Guten Tag. Hallo, Mister und Lady. Ach, da sind sie. Ich wollte doch nur grüßen. Oh, ist das leicht, hier Ehre dazu zu bekommen. Alles, was... Ah, nee. Dann müssen wir doch rein. Lady, so stellt man sich aber nicht hin. Seins juckt an einer komischen Stelle. Ich nehm's Poster. Lindsay Woffrott. Woffrott. Okay. Gesucht. $100 Belohnung. Ja. Als oberster Kopf der Lemoyne-Räuber wird er gesucht wegen Bildung einer Miliz gegen den Staat. Haben wir die nicht letztes Mal ausgeknipst? Unamerikanischen Umtriebenen, Mord und Ehebruch. Seine Bande wurde im Gebiet der Mossy Flats gesehen. Alle Belohnungsansprüche sind einzureichen und werden beglichen von B. Lambert. Wunderbar. You going after Lindsay Waffle? Ja, ja. I might be. Or I might just wanna hang his poster up on my wall. Yeah, they're a bad lot, the Lemoyne Raiders. Ja, ja, das weiß ich. Fellas won't leave good enough alone. One of these days, the government's gonna get sick of private militias, you know. Ja, eventuell mögen die die wieder. Don't tell him I said that. The bounty. Why are you making this feller someone else's problem? We, sir, are an urban police force. And the Raiders are, well, mostly a rural nuisance. Ja, das verstehe ich. Our men simply are not suited for this kind of work. Okay. Ich krieg's hin. Wir hätten ihn zwar nochmal befragen können, aber... Ja, ja, Gerechtigkeit für die anderen. Boah, bei Nacht sieht's aber auch episch aus hier. Guten Abend. Guten Abend. So, geradeaus. Dafür haben letztes Mal irgendwann ein Mitglied. Oh, was ist denn das? Schneider. Glaubt nicht, dass das der Schneider von Dinner for One ist. Das scheint ein Beruf zu sein in dem Fall. Okay, habe ich einen Wegpunkt? Ich habe einen Wegpunkt. Wir reiten mal gemächlich erstmal hier durch, damit wir alles in uns aufnehmen können. Mensch, ist das eine Stadt. Das ist ja komplett anders als das, was wir jetzt erlebt haben.
bis jetzt. Und das ist, glaube ich, Folge 36. Ja, bonsoir. Ich hatte 5 Jahre lang Französisch in der Schule. Ich habe das meiste vergessen. Und die Straßenbahn. Ich habe Vorfahrt. So viel weiß ich noch. Moinsen. Also sehr viel Französisch wird hier gesprochen. Warum? Bin noch halbwegs im Wilden Westen. Oder ist es der Adel, der rübergeschwappt kam? Oh, da war ein Stoppschild. Naja. Ich tue einfach so, als hätte ich mich dran gehalten. Boah, ist das eine Stadt. Da ist ja richtig was los. Ich glaube, meine Aufnahme wird ein bisschen größer. Diesmal. Also nicht von der Länge her, aber wenn es mehr Dynamik im Bild gibt, mehr abwechslungsreiche Sachen, dann wird entsprechend mein Videofile sehr groß. Ich habe eine 2 Terabyte SSD, auf die ich aufnehme. Das reicht allemal. Ah, trotzdem. Wenn die Folge dann bei so 400 GB landet, ich die rendern muss und dann purzeln irgendwie 100 bis 150 raus. Und die 100 bis 150 muss ich dann hochladen. Da wird sich mein Internetanbieter nicht sehr über mich freuen, aber... Was soll's? Ich zahle dafür. Hey there! Mister! Da hat's Ferdinius! Sehr schön. Hab mir aber gerade eins gekauft. Guten Abend! Mensch, das geht ja richtig nach oben. Haben wir die Kühe schon geskinnt? Also generell hatten wir mal Kühe geskinnt. Ach, das sind keine Kühe, das sind Rinder. Pferd. Entschuldigung. Florida Cracker Rind. Mein Pferd ist hier irgendwie reingeglitscht. Ah, hat den Zaun umgeworfen. Ah, passiert dem Besten. Das passiert doch dem Besten. Ist mein Steckbrief eigentlich gerade tot oder lebendig? Hab nicht aufgepasst. Warum passe ich da nicht auf? Tot ist immer viel einfacher. Da kann man die Fragen hinterher stellen. Ist aber ein interessanter Holzweg, den sie hier gemacht haben. Na gut. Oh, ganz schön gewuselt da links. Ich glaube, das Haus kenne ich noch aus irgendwoher. Hab das Spiel ja, wie gesagt, bis ungefähr hierhin gespielt. Da war aber ein Weltereignis. Alles gut. Hab doch kurz was aufblühen sehen auf der Minimap. Muffrey, was? Warum? Wer seid ihr, Jungs? Ganz ruhig. Ach, wieso schieße ich nicht zurück? Der macht doch genügend Lärm. Oh. Kann man das Pferd noch retten? Eile ist geboten. Losschneiden. Und untersuchen. Gut, das ist zumindest ein lebender Tennessee Walker. Ist gar nicht so schlecht. Okay, wieso war das jetzt nicht richtig, was ich gemacht habe? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Kann ich ruhig, mein Pferd. Du wirst dich früher oder später dran gewöhnen. Hoffentlich früher. Ah, ich hätte den schwarzen Sattel nehmen sollen. Ja. Ist hier noch genügend Zeit. Ah, boy. Ich dachte, ich soll die umbringen. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ich habe im besten Interesse von mir gehandelt. Alligator. Und diesmal rappt er nicht. Oder singt über Drogen. Ja, ist nur ein Alligator. Komm, den blas mal die Schnute weg. Nehmen wir vielleicht das Sniper Rifle. Bolt-Action-Gewehr, meinte ich. Oh, das hat nicht mehr Premium-Qualität. Da liegt ja noch eins. Und das ist schon schlecht. Das ist schlecht.
Vielleicht gibt's deswegen den Holzweg. Ja. Normalerweise befinde ich mich ja auf dem, aber irgendwie gerade nicht mehr. Oh, hätte ich mir ja beinahe ein gutes Krokodil geschossen. Geh weg! Mein Weg! Ja, ist ja gut. Wir folgen ihm unauffällig über die Brücke. Ist wie so eine Escort-Mission. Nur wir schießen drauf, wenn er uns angreift. So. Lief doch gar nicht so schlecht. Ah, jetzt muckt er auf. Ah, jetzt, jetzt hat mein Pferd die Kurve bekommen. Ja. Seltsame Geräusche um mich herum überall. Kann man hier nicht abkürzen? Ich glaube, wir können abkürzen. Wir hören ja, wenn ein Zug kommt. Oh, was ist hier passiert? Hallo? Ich wünschte, es wäre ein bisschen heller. Ist ja gut. Ist ja gut. Was ist das hier? Ist ja gut. Haufen Tiere. Eine Tinktur oder was das ist. Oh, schwarzgebrannter. Ja, damit. Da sagt die Firma nicht nein. Da liegt auch noch ein bisschen was. Das sieht aus wie Kokain-Kaugummi. Ist es auch. Müssen wir erstmal anderen essen. Ist der hier oben? Nee, hier. Kokain-Kaugummi. Ist gut für die Ausdauer. Und die Leber. Wahrscheinlich nicht. So, da hinten gibt es Pflanzen. Hier ist irgendwie Munition. Revolvermunition verwende ich seltenst. Da gibt es irgendwie Büsche. Die kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Die kennen wir noch nicht. Oder sind es einfach diese Wildmöhren? Ja, die wachsen aber auch überall. Na gut. Hat gehofft, während meines kleinen Absteigers hier, dass es eventuell wieder Tag wird. Scheint aber eher Nacht zu werden. Oder Nacht zu bleiben. Ah, das ist Kraut, das ich noch nicht kenne. Es ist Kolibri-Salbei. Lag mir doch auf der Zunge. Ja, damit. Ist aber eine wunderschöne Nacht. Das ist wiederum sehr gut für meine... für meinen Speicher, den die Episode dann braucht. Bei Nacht gibt es nicht so viele Details. Das heißt, die Folgen werden tendenziell kürzer. Da oben leuchten Büsche. Das seht ihr auch. Vielleicht sind es Bären. Und vielleicht beißen die Bären nicht. Weiß es nicht. Da liegt Käse oder ein Brotkanten. Kann nicht sagen, dass ich arg viel mehr sehe. Weiß nicht, was das hier ist. Wird auf jeden Fall sagen, es ist ein dämliches Camp. Unseres ist besser. So. Boah, ihr Wildschweine, seid mal ruhig. Vor euch habe ich wirklich Angst. Im Spiel nicht, aber im echten Leben. Vor allem von so einer Wildschweinmutter. Mit ihren Kindern am besten noch. Zum Glück noch nie über den Weg gelaufen. Hab mal in der Nähe von einem Maisfeld gewohnt. Das war schon... wenn man da in den Dämmerungszeiten vorbeigelaufen ist. Okay, boy. War mal schon sehr vorsichtig. Und obwohl man fett ist, zumindest ich, bereit zum Wegsprinten. Er scheint einfach dunkel bleiben zu wollen. Vielleicht ist es auch eine Region, die einfach im Schatten ist, wie bei Valheim. Obwohl der Black Forest ist auch immer ein bisschen dunkler. Nee, ich meinte wie bei Baldur's Gate. Das Akt 2 ja auch erstmal ziemlich dunkel. Ich bin irgendwo mitten in Akt 2 damals stecken geblieben. Weiß noch nicht, ob ich das Let's Play. Wahrscheinlich. Da gibt's aber dann einige Episoden. Da muss ich wahrscheinlich eine Stunde aufnehmen. Also eine Stunde pro Episode, dass wir da in spätestens 200 Folgen durch sind. Auf das Spiel habe ich auf jeden Fall Lust. Das ist einer meiner neuen Favoriten auf jeden Fall.
Da ist ein Eichhörnchen. Was wir untersuchen. Ah! Westliches Grauhörnchen, Verzeihung. Es war gar kein Eichhörnchen. Put, put, put. Kopfgeld. Wahrscheinlich da im Lager. Okay, hier ist nochmal was. Das sieht aber wieder aus wie Tabakpflanzen. Ich nehme mal meine Waffen mit und den Rest mach mal zu Fuß. Na, die sollten wir auch mal reinigen. Pump Action. Ja, dann nehmen wir hier normale Schrotmunition. Ich hoffe, den Rest habe ich, ja, habe ich genommen. Da haben wir nochmal einen Bärenbusch. Ah, eine Sniper wäre auch nicht schlecht. Oh, die esse ich jetzt einfach. Ich wollte die doch sammeln. Ist egal. Ist egal. Hm, eigentlich von 4 Bierenarten probiert. Ist Tabak hier auch eine Biere? Ah, kenne ich noch nicht. Ist kein Tabak. Es ist grün. Eine Johannisbeere. Kenne auch Leute, die so heißen. Also zumindest Johannes. So. Habe ich die jetzt probiert oder gesammelt? Ich glaube, beides. Na, vielleicht nicht. Doch, ich habe nur 2 davon. Hier, Wanted. Dead or Alive. Das ist mein zweiter Vorname. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie da drin sind. Dynamiten müssen wir auffüllen. Genauso wie das andere Ding. Da wäre vielleicht ein Sniper-Gewehr gut gewesen. Also Dynamit und Brandbomben braucht man wieder. Gerade regnet, es hätte eh nicht viel gebracht, aber trotzdem. Dynamit bringt immer was. Und ein Regenbogen. Und zum Glück wird so langsam Tag. Kann man da durch? Anscheinend nicht. Und Vorsicht, Arthur. Oh, hier sind wieder Gräber. Anscheinend bin ich auf der richtigen Spur. Oben sehe ich keine Lampe. Also bei dem Wetter würde ich auch nicht draußen sitzen. Hier auch nicht. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest. Or the other thing, if it comes to it. A federal warrant? No, no, no. That don't mean much in a sovereign territory, mister. Sicher? We've been beaten down and driven out enough. Let's make a stand, boys. Bleib doch stehen. So. Was hast du denn da? Duck dich. Ja, ich kämpfe für mich selbst. Ich bin hierfür auch quasi trainiert. Alles gut. Nicht an die Gatling Gun. Au? Wer? Voll in die Fresse. Arthur! 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 Deswegen mag ich das Rolling Block nicht. War doch Rolling Block. Das schießt ein bisschen zu langsam für meine Treffkünste. Ich bin auf jeden Fall kein Let's Player, der so einen No-Death-Run macht. So. Das kriegt man aber nochmal besser hin. Mit der Pump-Action zum Beispiel. Diesmal zieh mal gleich auf die Schnauze. Besten mit dem Revolver auch noch. Ja. Dann wieder einen coolen Auftritt mit meiner goldenen Waffe. Komm her, du Arsch! Lindsay Wofford! I got here a warrant for your arrest. Or the other thing, if it comes to it. A federal warrant? No, no, no. That don't mean much in a soccer. So, geht doch. Ich glaube, so sollten wir ihn auch umbringen. Bleibt ja davon weg. Ah, der Revolver ist echt genial. Lasst es.
je, oh je. Das wird eine Narbe geben. Ach, da kommt auch einer. Die kommen von hinten. Ich brauche die Pump-Action jetzt. Uiuiuiui. Wer rätselt mir ein? Niemand. Damit kann ich leben. Hey, du siehst so aus wie ich. Und du bist jetzt tot. Oh, doch nicht. Jetzt. So, und der hier hat auch volle Breitseite kassiert. Na, schauen wir mal nach. Plündern. Ich plünder gern. Oh, Platin-Taschenuhr. Und Guarama rum. Guarama. So. Na, ein Glück regnet's, dann verbrennt der Loot vielleicht nicht. Nee. Das tut der Framerate gerade nicht gut. Zu viel Regen, zu viel Feuer. Trotz 40, 90, ungeheuer. Nicht aufheben, Arthur. Leg ihn wieder hin. Mit seiner Beute spielt man nicht. Wir sind keine Katze. So. Obwohl wir ähnlich viele Leben haben in dem Spiel, so oft wie ich scheiter. Haben wir hier was Wertvolles? Ja, Zigarettenbild. Nehm ich. Haben wir den Jaguar nicht schon mal? Keine Ahnung. Anscheinend nicht. Vielleicht ja doch und er ist begeistert und zeigt nochmal die 4 von 12. Irgendwas, das hier noch rumliegt. Keine Ahnung. Auf manche Türme kann man. Ah, hier kann ich auch direkt hochklettern. Plündern. Und nochmal plündern. Oh, der Dynamit. Das hat mir 1,80 Dollar gespart. Kostet sonst 90 Cent pro Stängel. Da oben waren wir jetzt noch gar nicht. Bestimmt sind da die ganzen Goldbarren, wo ich jetzt nicht erkunden will unbedingt. So, haben wir hier noch was außer die Treppe, die nach Leiter, die nach unten. Au. Ja, du sagst es. B, wir kommen jetzt nicht mehr hier raus und ich muss neu starten. Doch, unten kommen wir raus. Unten kommen wir doch. Ja, das ist aber hier. Dem Architekten würde ich nicht nochmal vertrauen. So. Kommen wir da unten raus. Na, wir können drüber klettern wahrscheinlich. Nicht mal das. Also das Mittel der Wahl heißt dann außen rumgehen. Diesmal springt ich leicht. Komm her, du Pferd. Kann ich hier noch irgendwas kritzeln in mein Tagebuch? Nö. Nö, nö. Sieht nicht so aus. Ich hätte echt gerne mittlere Geschwindigkeit zwischen, ja, opermäßig laufen und total überhetzt rennen. So, plündern. Plündern. Oh je, ein glattes Einschussloch. Ich dachte, ich habe ich mit hier Dynamit mit der Kiste da hochgejagt. Anscheinend nicht. Pferd. Wir wöhnen dich gleich mal an deinen neuen Job, Leichen durch die Welt zu tragen. Oh, will er nicht, will er nicht. Komm schon. Bin ich doch ein guter Gaul. So, einmal verstauen. Ich komme auch noch dazu. Und dann schauen wir mal, wie das alles bei Tag wieder aussieht. Das würde ich aber auch sagen. You see that coat? That's Lindsay Wofford's. We're gonna take that bot. Mister, it's worth too much for you. Eins, zwei, ein halb.
Na, wollt ihr denn von mir? Mr. Wofford. Ah, let's get you back. Ja, hoffentlich hatten die Geld dabei. Mensch, ich kämpfe echt nicht gut in dem Spiel. Ah, dreckig kämpfen, seine Fähigkeit nutzen, hat ja auch was für sich. Wofür hat man denn Deadeye? So, komm schon, $20. Na, scheiße. Obwohl, Platinring ist gar nicht so schlecht. Platinring ist doch gar nicht so schlecht. So, dann essen wir nochmal Kekse. Jetzt einfach für die gute Laune. Und ui, Bastarde plündere ich auch noch. Wird euch eine Lehre sein. Also ein zweites Mal überfallen die mich nicht. So. Und der Vorteil vom schwarzen Pferd ist was? Das, was ihr immer gesagt habt, das sieht man nicht so, wenn es dreckig wird. Beim weißen Pferd nach 10 Minuten, schwarze Pferd, werde ich wahrscheinlich nie bürsten müssen. Ja, da ist übrig. Aber ich mag die Schnelltrasse hier. Ich reite lieber über Schienen. Weiß ich zumindest, woran ich bin. Ja, das war das Camp, das wir am Anfang untersucht hatten. Keine Ahnung. So, aber dann will ich mal die 100 Kröten hier noch verdienen. Ja. Kröten gibt's aber auch in dem Spiel. Müssten sogar in diesem Gebiet ungefähr sein. Vor allem die schnappigeren. There, boy. War da ein Brief? Easy there. Ist das was, womit wir interagieren können? Mit der Truhe auf jeden Fall. Ich park mein Pferd außerhalb von Zugreichweite. Dann schau mal einfach mal. Kokain. Her damit. So, der Brief ist zu matschig anscheinend für mich. Und? Ei, was haben wir denn da? $20. Der Regenschirm wäre auch praktisch gewesen. Und guter Brandy. Na gut. Bin zufrieden. Weiter geht's. Da hinten mir die richtige Route. Hier haben wir noch irgendeinen Reiher. Jetzt mal Fernglas bedienen. Weiß zumindest Vogel. Schreikranich. Bis jetzt ist er ruhig. Das ist eine Schlange vor uns. Nee, das ist die Schlange. Mittland-Wasserschlange. Und ihr seid unerreichbar für mich. Das finde ich aber nicht gut. Vielleicht seid ihr näher. Hä? Können doch gar nicht so weit. Sind es auch nur Schreikraniche? Vielleicht haben wir einen Sniper mehr Erfolg. Ja, untersuchen. Ein Reiher. So, was ist, wenn ich dem den Schädel wegpuste? Hat er noch die 3 Sterne oder nicht? Hoffentlich ist gerade kein Krokodil drin. Vielleicht machen die ja Pause. Schildkröte. Okay. Schildkröte. Geierschildkröte, na gut. Ich glaube, das sind die von der beißenden Art. Oh, nur 1 Stern. Die 3-farbigen Reiher vertragen große Kugeln nicht. Da hätte ich wahrscheinlich das Warmend nehmen sollen. Sowieso bei allem, was so klein ist. Ah, ein Jammer, ein Jammer. Was bist du? Frosch? Ein Froschfreund. Eine Kröte, Verzeihung. Bleib mal stehen. Hab's leider nicht so gut im Blick. Wir können draufschießen mit dem Warmend. Warmend, 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 Warmend. Und dann die Fragen stellen, was es ist. Ja, ist ja alles gut. Ist doch gut, ich bin nur auf Krötenjagd. Kann man vielleicht den Franzosen hier anbieten, in Saint-Denis. So, aufheben, was bist du? Eine tote Kröte, alles klar.
Und mein Beutel mit Scan-Fähigkeiten, eine Nordkröte. Okay, besser als eine Nerdkröte. Ja. Das wäre nämlich ich. Ich soll nicht auf mich schießen. Da ist noch so eine Turtle. Wow. Aber die sieht anders aus. Nee, ist auch eine Geierschildkröte. Na gut. Ja. Da ist noch eine. Oh, die ist gut. Oh. Drei Sternekröte. Haben wir sogar mit dem Varmint getötet. Da hinten sind schwarze Vögel. Sind das dieselben Geier von vorhin? Nee, das sind Wildroutine. So was. So, wegpacken und... Hä? Die hat doch drei Sterne gehabt. Und es war ein klarer Kopfschuss. Just hold on there, muss ich da Dynamit in den Panzer stecken? Das ist auf jeden Fall die nächste bedrohlich wirkende Kröte. Igitt, was habe ich da in der Hand? Krötenfleisch, ja. Schildkrötenfleisch. So, warmend. Bin gespannt, was das dann für eine Kröte ist. Irgendwann müssen wir ja auch das Tierkompendium füllen. Ochsenfrosch, kennt man. Wurde von Ochsen plattgetreten, dieses Exemplar. So, die Leiche mal abgeben. Solange sie noch das Geld wert ist. Ja. Trotzdem seltsam mit der Schildkröte. Das warmend direkt in die Rübe. Kann sie gar nicht freundlich bitten, einfach zu sterben. Könnte ich versuchen, oder? Laut Erfahrung würde ich sagen, das bringt nichts. Was ist denn das für eine kleine Kapelle? Wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt darauf, die Leiche zurückzubringen. Geld dafür zu erhalten. Bevor er unkindlich verwest ist. Sowas wie Zahnprofildaten gab es damals, glaube ich, noch nicht. Ah, das sieht aber cool aus hier. Das sieht alles so cool aus hier. Guten Morgen. Muss mir wieder Ehre verdienen. Hab vorhin einen Dämpfer bekommen, falls ihr euch noch dran erinnert. Weil das Spiel mir gesagt hat, ich soll die töten. Sollte ich dann aber gar nicht. Oh, ein Restaurant? Vielleicht können wir da die Schildkröten irgendwann hin verschachern. So langsam ergibt das alles einen Sinn. Ja, mon dieu. Le bad person. 5 Jahre Französisch. Ja, also nicht direkt so, aber ungefähr so habe ich ihn gefunden. Alles gut, Jungs. Nur ein toter Verbrecher. Müsst ihr nicht, obwohl er ein Verbrecher ist, denken, dass es euer Präsident wäre. Obwohl, der ist deutlich dünner als Trump. Also keine Verwechslungsgefahr. Und der wird auch nicht nur von mir verfolgt. Ja. Natürlich verfolgt keinen. So. Entfernen. Servus, Jungs. Wenn ihr den Anblick nicht mögt, druckt weniger Plakate. So, also. Ja, das ist ein interessantes Gefängnis. Da will ich nicht aufs Klo gehen. Well, now. So much for them boys being the care of the South. Drop that raid in the cart out back. Come around for your bounty. Natürlich. Ah, vielleicht hätte man ein Leben schnappen sollen. Naja. Hätten wir uns halt die 5 Meter Fußweg gespart. So. Endstation. Schubkarre. Auf Wiedersehen. Oder auf nimmer Wiedersehen. Her mit meinen 100 Euros. Dollars. Ich nehme auch Gold. Boah. Würde ich echt ungern rein.
So, hier mit den Moneten. Well, that's what they were, and not a penny more. Na gut. That's it. Die Firma dankt. So, schnell weg vom Polizeirevier, bevor sie feststellen, dass ich kein guter Mensch bin. Füttern, warum nicht? Was füttern wir ihm denn? Haferplättchen. Ja, selber guten Morgen, Sir. Lady. Morning, Mister. Bonjour, Monsieur. Ja, ja. Howdy, y'all. Howdy. Ich hau dir in die Fresse. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben BR, BR, BR. Und wir haben hier das Fragezeichen. Das können wir uns vielleicht noch ansehen. Ich will nicht zum Pferd springen. Arthur? Was ist los? Wir müssen nach vorne galoppeln. Hallo? Alles gut bei mir? Da bin ich dafür. Das stimmt. Hallo. Glaubt, die will was. Hello, Mister. Hallo. Alles gut bei dir? Bonjour, Monsieur. Hallo, ja. Ma'am. Ja, bonjour. Das hier schreit jemand. Die vielleicht. Hi, ma'am. Monsieur? Ja, selber, Miss, Lady. Mademoiselle. Das war das Wort. Oh, das ist ein sehr schönes Gebäude. Bonjour. Ja, ich will euch doch wählen lassen. Glaubt, wir müssen da hoch. Ja, das sieht richtig aus. Arthur, komm. Ein Gang mehr. Aber keine zwei. Ich traue mich nicht, Shift zu drücken. Wir gehen mal wie ein vernünftiger alter Opa hier die Treppe hoch. Glaubt, das wäre auch fast das Fragezeichen. Vielleicht auch nicht. Let women vote. It's ja. Time to let women vote. Ja, das sehe ich auch so. Hat aber dann noch ganz schön lange gedauert, glaube ich. Scheiß Männer. You're walking away from history, you fools. Women and men both deserve to decide the future. Das stimmt. This is meant to be the land of liberty, but somehow ja, für die Männer. Not free to vote. Who says that? Die Männer. Look me in the eye. And tell me, I am not the equal of any man you ever met. Würde ich niemals wagen. Ja, ich bin auch kein Arschloch. Ma'am. You, my friend, what do you think about women's suffrage? Bin dafür. Women voting? Sure, why not? Oh, thank you, sir. You are a true progressive. Anyone dumb enough to want to vote, I say go for it. Das ist ein anderer Take. Cynic. How dull for you. I do hope you grow out of it, young man. It's so unappealing. So jung bin ich gar nicht mehr. Brauchst du noch was von mir? Eine Spende oder so? Naja. Dann auf Wiedersehen. Da vorne wäre noch das Fragezeichen. Ich würde tatsächlich sagen, das reicht. Hey, Lady, ich wollte gerade abmoderieren. Na, ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.